Kapitel 40 Das große Turnier. So vergingen Wochen in neuen Liga- und Teambedingungen. Die Saison war inzwischen an ihrem Ende angelangt, das große Turnier nur noch 2 Tage entfernt. Die Listen darüber, wer teilnehmen dürfte, würden zwar erst an diesem Nachmittag ausgehängt werden, doch aufgrund von 3 Niederlagen hatte Aurora dieses Ziel ohnehin aufgegeben. An dem Tag, nachdem Elementara die Liga übernahm, hätte Team Polana Vatra ein Duell gehabt, jedoch verloren sie es auf die peinlichste Weise. Als sie nach dem Stress sich ausruhten, vergaßen sie es. Somit bekamen ihre sehr wohl anwesenden Gegner den Sieg gut geschrieben. Und am drittletzten Spieltag trafen sie schlicht auf ein Team, auf welches sie nicht gut vorbereitet waren. Monagoras war inzwischen offiziell ein Teil des Teams geworden, auch wenn Kell am Anfang nicht ganz zufrieden mit der Entscheidung wirkte. Doch er wurde überstimmt und musste letztlich auch akzeptieren, dass das Fossil nun ebenfalls ein Teil von Team Polana Vatra sein würde. Allgemein war Aurora aufgefallen, dass sich Kell seit dem Gespräch nach Amagagas Offenbarung wieder verändert hatte. Sie konnte nur schätzen, dass er sehr unter dem litt, was er nun über sich wusste oder glaubte zu wissen. Er war wieder zurückgezogen, beinahe wie kurz nach seiner Rückkehr. Natürlich sorgte Aurora sich, doch noch war Kell nicht an einem Punkt, an dem er sich alleine einsperrte, sodass sie ihn zumindest die meiste Zeit im Blick haben konnte. Jedoch wusste auch sie, würden sich die Dinge weiter verschlimmern, dann würde sie wieder aktiv werden müssen. Letztes Mal hatte sie ihm noch helfen können. Aber könnte sie das nochmal schaffen? Jedoch war dies ein Thema für eine hypothetische Zukunft. In der Gegenwart lag der Fokus auf dem Nachmittag. Viele Pokémon versammelten sich bereits im Eingangsbereich des Turmes, wo Elementara die Turnieraufstellung bekannt geben wollte. Zunächst hatte Aurora überlegt, ob das Team vielleicht einfach trainieren gehen sollte. Gerade da viele Arenen in diesen Momenten frei wären. Doch letztlich entschied sie sich, dass das Team etwas Abwechslung bräuchte. Deshalb blieben sie. Elementara trat auf eine kleine, provisorisch aufgestellte Bühne. Zwar wirkte sie noch etwas nervös, hielt dem Druck aber gut stand. Sie hatte sich in den wenigen Wochen, in denen sie nun die Liga leitete, großteils alleine noch dazu, bereits recht gut eingefunden und machte, wie die meisten wohl auch erwartet hatten, einen recht guten Job. Große Veränderungen waren bisher nicht geschehen. Doch waren diese wirklich nötig? Zwar teilten sich die Meinungen bei diesem Thema ein wenig, jedoch waren sich alle Mitglieder Polana Vatras einig. Die nötigen Änderungen lagen außerhalb der Liga an sich. So stand Elementara nun auf der Bühne. Sie schien eine Art Ansage machen zu wollen, was eigentlich recht ungewöhnlich für diese Art von Event war. Doch was genau war schon gewöhnlich in diesen Zeiten? Also, Pokémon der Oberliga und alle anderen, die hier zuhören. Die Hauptsaison ist zu Ende, wie ihr bestimmt wisst, und das Turnier steht an diesem Wochenende an. Vielleicht bekommen wir neue Herausforderer für die Königsliga. Vielleicht bleiben die Letzten. Auf jeden Fall waren die Bedingungen etwas speziell, weshalb ich improvisieren musste. Grund hierfür war, was bestimmt ja alle mitbekommen haben, die Auflösung des Leitungsteams. Ich würde ja nicht hier stehen ohne das. Kurz schüttelte sie sich und zeigte damit, dass dieser letzte Satz vielleicht nicht unbedingt der Außenwelt galt. Jedoch fing sie sich schnell wieder. Also auf jeden Fall fällt dadurch ein Königsliga-Team weg. Und die Königsliga benötigt genau 50 Teams. Deswegen habe ich entschieden, es folgendermaßen zu handhaben. Team Eisspeer tretet vor. Eine Gruppe aus 4 Pokémon schritt aus der großen Gruppe hervor. Kell erkannte sie sofort. Dieses Team waren diejenigen gewesen, die Team Polana Vatra die dritte, die entscheidende Niederlage der Saison beschert hatten. Euer Team hat diese Saison auf Platz 51 beendet. Nicht eine einzige Niederlage. Eine großartige Leistung, welche dementsprechend entlohnt wird.
Um den fehlenden Platz wettzumachen, wird euer Team nicht am Turnier teilnehmen. Stattdessen seid ihr alle ab diesem Moment offiziell Teil der Königsliga. Ein Raun drang durch die Menge, verständlich in Monagoras Augen. Ohne ein Turnier zu bestreiten, durfte dieses Team die Königsliga betreten. Das Turnier braucht natürlich trotzdem 32 Teilnehmer, um eine sinnvolle Turnierklammer zu bilden. Deswegen haben wir neben Team Eisspeer noch ein weiteres Glücksteam. Die 83. Platzierten, welche das Turnier ansonsten verfehlt hätten, haben nur noch eine Chance, sich zu beweisen. Für einen Moment hatte Aurora das Gefühl, als würde Elementara sie direkt anblicken. Doch sofort danach verifizierte sich dieses Gefühl auch. Team Polana Vatra, ihr habt die Saison auf Platz 83 beendet. Ich kenne euch gut und weiß, wozu ihr fähig seid. Deswegen nutzt eure Chance gut. Ihr mögt aufgrund des Rankings Underdog sein, aber ich kenne euch gut genug, um zu wissen, dass das bei euch nichts heißen muss. Also nun, damit ist alles gesagt. Die Turnierklammer wird gleich ausgehängt. Dieser Teil wird von Samstagmorgen bis Samstagabend ausgefochten. Sonntagmittag findet dann das Relegationsmatch in Crowning statt. Elementara trat von der Bühne und hinterließ viele Pokémon verdutzt. Allen voran natürlich Aurora. Mit nur 5 Siegen hatten sie es geschafft, sich für das Turnier zu qualifizieren. Aber letztlich würden sie keine Chance haben, sich gegen 31 Teams zu behaupten, welche besser als sie platziert waren, oder? Andererseits wäre das Team selber ja auf einem sicheren Rang gewesen, hätten sie Monagoras von Anfang an bei sich gehabt und nicht ein Duell verschlafen. Während die umliegende Aufregung sich auf ein großes Poster richtete, bemerkte Kel, dass Elementara zu seinem Team gelaufen kam. Und Aurora, bist du zufrieden mit dem Gang der Dinge? Man sieht dir durchaus an, dass du damit nicht gerechnet hast. Es dauerte einen Moment, bis das Volnona ihre Sprache fand. Natürlich bin ich damit sehr zufrieden. Auch wenn das Turnier eine Herausforderung sein wird, das ist deutlich. Aber wie sind wir mit nur 5 Siegen in das Turnier gekommen? Es wirkt einfach surreal, zumal wir einmal ja sogar eine 0-2-Wertung erhalten hatten. Etwas verstohlen blickte Elementara sich vor ihrer Antwort um. Ja, es hat allerdings für einen Gleichstand auf Rang 83 mit 2 anderen Teams gereicht. Allerdings, nun, die Entscheidung war natürlich schwer und Parteilichkeit ist natürlich von der Ligaleitung ungern gesehen. Amüsiert lachte sie auf. Deswegen habe ich dafür gesorgt, dass sie keiner sieht. Dafür warte ich, dass ihr das Ding holt, ja? Ich will euch nächste Saison im Champion-Duell sehen. Mit einem wissenden Blick verließ sie den Saal. Also, im Prinzip sind wir im Turnier, weil wir einen guten Draht zu Elementare haben. Mashadow fasste die Wahrheit so simpel zusammen, wie nur irgendwie möglich. Monagoras machte sich jedoch sofort daran, die Entscheidung zu rechtfertigen. Und er hatte ja auch irgendwo recht, das wusste auch Kel. Ich meine, wir waren ja schon auf Rang 83, eben mit 2 anderen Teams. Also war es ja nicht komplett unverdient. Zum ersten Mal erhob Aurora nun ihr Wort gegenüber dem Team. Egal wie verdient es nun ist, wir holen das Ding übermorgen, sind wir uns da einig? Schon bald brach der Tag an, an welchem das Turnier stattfand. Ein simples Eliminationsturnier mit 32 verschiedenen Teams. Wer ein einziges Duell verlor, schied aus. Somit müsste Team Polana Vatra theoretisch 5 Runden in Folge gewinnen, gegen alle möglichen Gegner. Wenige bekannt, doch viele völlig fremd. Monagoras und Mashadow wirkten gut aufgewärmt und bereit für die Duelle. Kel war wieder bei etwas besserer Laune, durch dieses Turnier abgelenkt von seinen sonstigen Sorgen. Aurora selber war nervös, aber auch bereit für alles. Das ganze Team war bereit. Und dies bewiesen sie auch. 3 Duelle, 3 Teams. Vor dem Halbfinale schien es nicht, als hätte jemand Team Polana Vatra irgendetwas entgegenzusetzen. 3x2:0. Keines der Duelle war überhaupt knapp gewesen. Und jedes der 4 Pokémon hatte bereits einen Einsatz gehabt und alles gezeigt, was sie konnten. Erst das Halbfinale sollte eine wahre Hürde darstellen. Nur noch 4 Teams verblieben.
Zwei davon unbekannt für Aurora und ihr Team. Die anderen Teams waren sie selber, offensichtlich. Und Stollers Team, welches ihnen ihre erste Niederlage am zweiten Spieltag bescherte. Jenes Team, welches in diesem Halbfinale ihre Gegner waren. Immer noch standen dieselben drei Pokémon Team Polanawatra gegenüber. Ein Staraptor, ein Kadabra und ein Stollos. Gerade letzterer würde bedeutend für diesen Kampf werden, das wussten beide Parteien. Drei Pokémon des Team Polanawatra hatten Probleme gegen den Stahlgesteinstypen. Machado war im Prinzip hingegen übermächtig. Das Ziel war also eindeutig, es irgendwie zu schaffen, Machado in den Kampf gegen Stollers zu schicken. Und in Kells Augen war die Strategie klar. Stollers ist ihr Joker. Sie werden ihn nicht sofort riskieren. Wenn wir uns Machado aufheben, dann würden wir mit einem Sieg in Runde 1 sehr gute Chancen haben. Gegen Kadabra gewinnst du, gegen Stollers auch, das wissen wir, Machado. Und wenn sie noch Staraptor lassen, dann haben wir immer noch ein starkes Pokémon gegen Flug für die Theorie. Meine Idee, Aurora, du beginnst. Sollten wir uns verpokern und wir schicken in Runde 2 jemand Falschen in Stollers, hat Monagoras bessere Chancen und ist gleichzeitig auch stark gegen Staraptor. Kadabra und Staraptor packst du beide. Ein Spruch irgendwo. Zu viel Logik steckte hinter diesem Gedankengang, als das Widerspruch auftreten würde. Also trat Aurora in den Ring. Kells Plan war clever. Und offensichtlich sehr vorhersehbar. Als sich Aurora gegenüber dem Gesteins- und Stahltypen wiederfand, hatte sie mental schon aufgegeben. Mit einem derartigen Typen-Nachteil. Also galt es zu hoffen. Runde 2 könnte Monagoras gewinnen und in einem 2 gegen 2 fiel die Entscheidung. Jedoch erst nach der ersten Runde. Denn so hoffnungslos es auch war, aufgeben würde Aurora nicht. Immerhin hatte sie inzwischen Erfahrung mit Gesteinsangriffen, da sowohl Kell als auch Monagoras diese nutzten. Jedoch war es auch Stahl, was ihr mehr Sorgen machte. Zudem hatte sie nicht einen einzigen, auch nur irgendwie effektiven Angriff. Ihre einzige Chance wäre es, den Gegner durch den eisigen Grund ins Taumeln zu bringen und dabei nicht selber ins Taumeln zu geraten. Zweites kam jedoch nicht durch das Eis. Doch im Verlaufe des doch sehr defensiven Duells von Auroras Seite begann ihr Hals zu kratzen, was sie mehr und mehr vom Duell ablenkte und abhielt. Sie dachte sich nicht allzu viel dabei, doch anstatt dass es besser wurde, schien es immer stärker zu werden und immer schlechter bekam sie Luft. Auch ihrem Gegner fiel auf, wie Auroras Bewegungen langsamer wurden, ihr Husten häufiger. Jedoch zeigte sich Stollers sportlich. Gerade als auch den Umgebenden die Lage wahrlich klar wurde. Und Aurora selber begann den Ernst der Lage zu realisieren. Es fiel ihr inzwischen schwer, überhaupt noch Luft zu bekommen. Aurora, kämpf nicht, weil es dir schlecht geht. Brauchst du Hilfe? Eine Antwort konnte die Angesprochene nicht geben. Es war, als würde irgendeine Art Klumpen in ihrem Hals feststecken, wie aus dem Nichts. Aurora konnte nichts tun, außer zu hoffen, dass es sich löste, was auch immer es war, oder dass sie irgendwie Hilfe bekam. Was letztlich geschah, war Ersteres. Plötzlich, wie es gekommen war, verschwand das Gefühl wieder. Aurora bekam wieder völlig frei Luft. Doch gleichzeitig, sie fühlte etwas Seltsames. Aber auch Angenehmes in ihrem Inneren. Es geht wieder. Tut mir leid, ich glaube, das war eine Nachwirkung davon, dass ich Amagagas Gas eingeatmet hatte. Zumindest steckt etwas Metallisches in meinem Hals. Auch wenn einige fragende Blicke folgten, stellte niemand eine Frage. Können wir weitermachen? Stollers nickte kurz. Doch offensichtlich war er nicht bereit für das, was wartete. Nahe dem Risikobereich stand er im Wissen, dass Aurora nicht viel ausrichten konnte. Ihre Angriffe, sowohl Eis als auch Fee, brachten nicht viel Rückstoß in diesem Kampf. Was sie bräuchte, wäre ein massiver Stahlangriff oder etwas derartiges. Und genau dies nutzte sie auch. Stahlstrahl! Komplett verwirrt und überfordert reagierte Stollers erst zu spät. Zu spät, um dem irrsinnigen Angriff zu entgehen. Aurora hatte das Duell gewonnen.
Was zur Hölle war das? War das regelkonform? Latias, die Schiedsrichterin des Duells, schien sich sehr unsicher zu sein. Ich meine, warum nicht? Zwar kann ich nur raten, aber ich denke, dass ich das Amagaga zu verdanken habe. Es ist ein normaler Angriff, oder? Auch wenn ihr Gegner verständlicherweise nicht zufrieden wirkte, wusste auch er, dass Aurora recht hatte. Und auch wussten beide, das Duell war entschieden. Team Polana Vatra zog ins Finale des Turnieres ein.